wieder Nadine von Stempelmami und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Wie ihr sehen könnt, möchte ich heute mit euch zusammen dieses kleine Goodie-Täschchen hier nachbasteln. Ich war euch dazu ja noch eine Anleitung schuldig und ich habe jetzt gedacht, heute mache ich es mit euch zusammen. Ich weiß, dass einige, ja, ich sag mal, darauf warten und das werde ich auf jeden Fall heute mit euch nachholen. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich dieses Täschchen hier mehr oder weniger angepasst, denn es sollte hier diese Schokowaffel rein. Das ist auf jeden Fall nicht meine Idee und zwar habe ich die Idee von einer gewissen Samantha Clayton. Samantha, thank you so much for this lovely idea. Sie hat hier auf YouTube einen tollen Kanal, schaut mal ruhig rein. Der Kanal heißt Mix Up Craft und sie macht wirklich wunderschöne Papierideen. Also schaut auf jeden Fall rein, es lohnt sich. Samantha hat nämlich dieses Täschchen hier in groß gebastelt, ne? Wie ihr sehen könnt. Das ist ein massiver Unterschied zu dem Täschchen und dem Täschchen. Und zwar wird diese Tasche aus zwei großen Designerpapierbögen 12x12 Zoll, beziehungsweise ich habe es zurechtgeschnitten auf 30x30 cm, damit ich halt in 10er-Schritten arbeiten kann. Und wie ihr sehen könnt, hier passt wirklich eine ganz, ganz Menge rein. Also ich habe jetzt dieses Täschchen zum Beispiel mit dem Designerpapier Sternhimmel angefertigt. Für eine Geburt, die ansteht, ne, kann man hier wunderbar Dinge reinfüllen, wie, ich weiß nicht, kleine Babyschüchchen, eine Schnuller, ein Strampler. Also das passt auf jeden Fall hier rein, das ist wirklich riesig. Und hier dieses kleine Täschchen habe ich, wie gesagt, hier angepasst, denn ich wollte hier diese Waffel einpacken und das dann so als Gastgeschenk so am Tisch hinstellen, beziehungsweise auch zum Verschenken, finde ich so eine Größe natürlich passender, beziehungsweise wenn man natürlich mehr hat zum Verschenken, auch für Weihnachten oder für Ostern, dann passt hier wirklich ordentlich was rein, also ist das schon eine super Alternative. Die Maße für diese Tasche, die schreibe ich euch hier unten in die Infobox rein. Ich wollte sie euch eigentlich nur mal zeigen, damit ihr mal so einen gewissen Vergleich habt, wie das nämlich aussieht. Also hier die große Tasche, hier die meine Tasche und hier habe ich nochmal eine andere Variante gebastelt. Ihr seht, ihr könnt mit den Maßen wirklich spielen und die Maße halt eben anpassen. Ich habe jetzt hier, wie ihr sehen könnt, auch die Maße komplett anders gemacht wie hier. Hier, das Maß ist genauso gleich wie das Maß und das Maß. Und ich habe jetzt meine Seiten hier ein bisschen angepasst. Wie gesagt, es kommt halt auch auf den Inhalt an, den ihr halt hier einfüllen wollt. Das sind halt die Täschchen in verschiedenen Größen. Also wie gesagt, da sind eure Fantasie keine Grenzen gesetzt. Da könnt ihr mit den Maßen wirklich echt rumspielen. Wir basteln aber heute zusammen dieses kleine Goodie-Täschchen. So, und ihr könnt das, wie gesagt, auch schon mit Farbkarton herstellen. Ich habe jetzt hier den Farbkarton in Flüsterweiß hergenommen, habe hier die kleinen Blüten aus dem Stempelset Vivid Vases. Das hatten wir ja mal als Blockcopy-Idee. Sollten wir das hernehmen, da habe ich dieses Goodie-Täschchen damals gebastelt. Da habe ich dann einfach die Blüten hier aufgestempelt. Ich stempel mir auch gerne mein Designerpapier selber, ihr wisst es ja. Oder wie gesagt, ihr nehmt halt einfach Designerpapier oder nehmt euch einen Farbkarton, nur alles das, was euch gefällt. Ich habe jetzt hier den tollen Farbkarton hergenommen, beziehungsweise das Designerpapier Tropenflair, beziehungsweise ich glaube einfach tropisch oder traumhaft tropisch halt, das heißt das Designerpapier. Das ist echt schön. Also ich muss wirklich sagen, ich bin ja sowieso ein ganzer Fan von dieser Serie. Ne, tropisch ist ja immer schön, viel mit Farben und ja, die Farben sind ja sowieso meine. Ihr kennt mich ja. So, jetzt nehmen wir uns mal den Papierschneider dazu. Also ihr braucht auf jeden Fall zwei Papiere und zwar einmal mit dem Maß 12 cm in der Länge und 10 cm in der Breite. Alles andere könnt ihr anpassen, schreibe ich euch unten in die Infobox rein. Wir arbeiten jetzt mit diesen Maßen. Also ihr braucht zwei Papiere in dieser Größe, 12 x 10 cm. Dann legt ihr euch die lange Seite mit den 12 cm in den Papierschneider und dann wird gefalzt. Und zwar legt ihr das Papier an bei 4 cm, dann wird gefalzt. Weiter schieben zu 8 cm und dann wird auch gefalzt. So, dann drehen wir das Ganze um 90 Grad nach links oder rechts, je nachdem wie ihr arbeitet. Auch wieder bei 4 cm anlegen, falzen, weiter schieben zu 6 cm, wieder anlegen und falzen und das war es dann schon. So, dann nehmen wir das andere Papier, hier auch wieder zuerst mit der 12 cm Seite anlegen, bei 4 cm falzen. Weiter schieben bis 8 cm, auch wieder falzen, dann wieder um 90 Grad drehen. Ich habe jetzt in meinem Fall nach links rum gedreht, auch wieder bei 4 cm anlegen, falzen, bei 6 cm anlegen und wieder falzen.
So, dann legen wir den Papierschneider zur Seite. Dann werden alle Falzlinien einmal kurz nachgefalten. So. Machen wir das eben bei beiden Seiten. So. Und jetzt nehmt ihr euch einen Bleistift. Ja, und nicht mal gucken, wo mein Bleistift abgeblieben ist. Oje, oje. Und habe ich den jetzt wieder hingeschmissen? Ja, ihr Lieben, seht ihr, das passiert auch mir. Ach, da ist er ja. Ja, manchmal sieht man, ne, den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder wie war das noch? So, also den Bleistift habe ich mir jetzt hergenommen. Jetzt legt ihr euch die lange Seite mit den 12 cm, wo ihr hier die ganzen Quadrate hier habt, legt ihr vor euch hin. So, und wir arbeiten jetzt mit dem mittleren Quadrat, denn da müssen wir jetzt ein Dreieck reinziehen. So, und zwar legt ihr euch hier an der senkrechten Falzlinie das Lineal bei 0 cm an. Ne? Und hier die andere Linie ist ja bei 4 cm. Dann machen wir genau bei 2 cm in der Mitte hier oben einen kleinen Markierungspunkt. Ich hoffe, ihr könnt sehen, es ist jetzt mit dem Papier ein bisschen unglücklich, weil hier so schwarze Punkte drauf sind, aber ich denke, ihr wisst, wie ich das meine und wie es aussieht. Ne? Hier auch wieder an der senkrechten Falzlinie das Lineal bei 0 cm anlegen und bei 2 cm einen Punkt machen. So, und das machen wir direkt bei beiden Papieren. Immer das mittlere Quadrat nehmen, hier an der senkrechten Falzlinie anlegen, bei 2 cm einen Markierungspunkt setzen und das Ganze oben auch nochmal. Mittlere Quadrat, hier wieder bei 2 cm einen Markierungspunkt ansetzen. So, jetzt müssen wir Falzlinien ziehen, und zwar, dass nämlich hier oben in dem Quadrat und hier unten ein Dreieck entsteht. Ich nehme jetzt hier unser tolles neues Tool. Das gibt es ab September, das nennt sich der Aufhebhelfer. Ich sag euch, das ist echt ein Zungenbrecher, wenn man mal schnell sprechen muss. Also in Englisch heißt das Take Your Pick. Ich denke, das kann man viel besser aussprechen, aber es ist ein wirklich, wirklich tolles Tool. Das kostet, meine ich, 12 Euro, wenn ich das jetzt noch in Erinnerung habe. Und ja, ihr könnt damit auf der einen Seite, wie ihr hier sehen könnt, ist hier so eine Klebemasse dran, da könnt ihr Pailletten aufnehmen und dann halt eben euch fertig hinlegen. Und auf der anderen Seite habt ihr hier sogar die Möglichkeit, das auszutauschen. Ne? Ihr habt jetzt hier zwei Falzkugeln, ne? Eine dickere, eine dünnere. Ich nutze jetzt die dünnere. Und hier sind so Einkerbungen drin und dann kann man die hier reinstecken und festdrehen und dann habt ihr noch ein zusätzliches Falzbein in verschiedenen Größen. Dann habt ihr hier noch so eine Prickelnadel und noch so eine, ja, sag mal, so eine Aufhebhilfe. Die finde ich super, super toll, weil da könnt ihr nämlich ganz wunderbar die, ich sag mal, Halbperlen oder die Glitzersteinchen mit aufnehmen und dann auf euer Projekt kleben. Hier ist noch ein Ersatzkleber mit drin. Also lohnt sich wirklich, ihr Lieben. Also ist wirklich ein tolles Tool. Das nutze ich jetzt mal, denn wir müssen ja jetzt hier eine Falzlinie ziehen. So, und zwar wieder nur im mittleren Quadrat. Und jetzt habt ihr hier den Schnittpunkt. Da legen wir jetzt das Falzbein an und dann bis hier oben zu unserem gezogenen Markierungspunkt ziehen wir dann eine schräge Falzlinie rein. So, das machen wir jetzt hier auch noch auf der anderen Seite. Ja, im Prinzip dann von links unten zur Mitte nach oben zum Markierungspunkt wieder eine Falzlinie ziehen, hier wieder den Schnittpunkt suchen und dann die Falzlinie ziehen. So, das machen wir jetzt bei dem unteren Quadrat genauso. Schnittpunkt suchen, Falzbein anlegen, Falzlinie ziehen, bis hier oben zum Markierungspunkt und auf dieser Seite auch nochmal. Ne? Wieder einen Schnittpunkt suchen, Falzbein anlegen, bis zum Markierungspunkt und dann die Falzlinie ziehen. So, und das Ganze machen wir natürlich auch bei dem zweiten Papier. Wieder den Schnittpunkt suchen, anlegen und bis zum Markierungspunkt die schräge Falzlinie ziehen. Hier auch wieder Schnittpunkt suchen, bis zum Markierungspunkt die Falzlinie ziehen. Und im unteren Quadrat auch nochmal den Schnittpunkt hier suchen, anlegen, bis zum Markierungspunkt die Falzlinie ziehen. Und weil es so schön war, ein letztes Mal. So, auch wieder den Schnittpunkt suchen, das Falzbein anlegen und die Falzlinie ziehen. So, damit wären wir jetzt schon fertig.
Und diese Falzlinien werden wir jetzt auch mal nachfalten. Ich hoffe, ihr könnt das auch gut sehen. Ist bei Designerpapier ja immer sehr schwierig, diese Falzlinien zu erkennen. Aber ich hoffe, ihr seht das im Video trotzdem ganz gut. So, jetzt falten wir die Falzlinie einfach mal nach. Also einfach das Papier nach innen umfalten und genau an der Schrägen einmal so richtig andrücken. So, das macht er jetzt bei beiden Seiten. Einfach hier kurz an den Falzlinien das Papier falten. So. Dann sind wir damit auch schon fertig. So. Und da wir jetzt beide Seiten, ja, sag mal so nach innen einklappen müssen und zusammenkleben müssen, ja, seht ihr hier schon, von innen seht ihr ja hier diese schräge Falzlinie. Und wie ihr sehen könnt, kann ich das jetzt nicht nach innen umklappen, da stört jetzt hier das Stück Papier. Und das schneiden wir jetzt einfach raus. Also wir schneiden jetzt quasi einen kleinen Keil raus, damit ich nachher die Seite nach innen einkleben kann. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt hier diese schräg gezogene Falzlinie. So, und jetzt gehe ich einfach mit meinem Bleistift hin und setze hier einfach ein Stückchen weiter rein, einen kleinen Markierungspunkt. Und dann hier oben nochmal, wo sich das Papier hier an der Spitze quasi trifft, von dem Dreieck, setze ich mir auch einen Markierungspunkt. Die Sam hat jetzt zum Beispiel in ihrem Video gezeigt, so, die hat das jetzt so festgehalten und hat dann mit der Schere so reingeschnitten. Ich fand das jetzt ein bisschen schwierig, gerade weil das ja auch so was, das Papier so klein ist und für dieses kleine Goodie ist. Deswegen hatte ich mir jetzt überlegt, das kann man nämlich auch einfach machen, wie ich das jetzt gezeigt habe, diesen kleinen Markierungspunkt setzen und dann einfach von dem einen Markierungspunkt zu dem anderen Markierungspunkt einschneiden. Und hier habt ihr die Spitze von dem Dreieck, da setzt ihr die Schere einfach an und schneidet dann auch zum Markierungspunkt den Keil eben einfach raus. So, und zwar geht es jetzt so, wenn wir das nämlich jetzt nach innen einklappen, was wir auch müssen, ne, dann könnt ihr die andere Seite dazu klappen, damit ihr nachher hier diese wunderschöne Dreiecksform habt. So, und was wir jetzt auf der einen Seite gemacht haben, müssen wir jetzt auf der anderen Seite auch machen. Spielt keine Rolle, welche Seite ihr macht, ihr braucht nur eine Seite, ne? Nicht jetzt, sagen wir, links und rechts, sondern wirklich nur eine Seite einen Keil rausschneiden, das reicht vollkommen. Ja, da ich jetzt mit der Hand schneide, nehme ich jetzt die linke Seite, könnt ihr euch aussuchen, ist wie gesagt egal, macht das so, wie ihr das für euch am besten empfindet. Ne, das Papier wieder nach innen eindrücken. Hier seht ihr wieder diese schräge Falzlinie. Jetzt gehe ich wieder hin, setze mir mit dem Bleistift hier die beiden Markierungspunkte, einmal hier an der Spitze, an dem Dreieck und hier. So, dann wird das Ganze wieder auseinandergefalten. Und dann schneide ich mit der Schere einfach diesen Keil hier wieder raus. Ne, hier auch wieder die Spitze des Dreiecks suchen, Schere anlegen und rausschneiden. So, das machen wir jetzt bei dem anderen Papier auch. Wieder nach innen einschlagen, ne, dass das so ein Dreieck von außen ergibt. So, hier auch wieder die, muss ich mal eben selber gucken, wo die Falzlinie ist. Diese schräge Falzlinie ist hier. Wieder hier Markierungspunkt setzen, hier oben auch an der Spitze, auseinanderfalten und mit der Schere einen kleinen Keil reinschneiden. Ne? Hier auch wieder die Spitze von dem Dreieck suchen und Papier rausschneiden, dann nochmal umdrehen und auf der gegenüberliegenden Seite genauso verfahren. Ne? Hier wieder die Schräge suchen. Markierungspunkt setzen und hier oben an der Spitze auch wieder kurz. So, wieder einschneiden und hier an der Spitze wieder Schere anlegen und den Keil rausschneiden. So, wie ihr sehen könnt, ja, ist das schnell gemacht. Ich finde es, wie gesagt, einfacher, als wenn man wirklich das hier so einschlägt und dann festhält und mit der Schere so schneidet. Das kann man dann so machen. Wenn ihr da mehrere von gemacht habt, könnt ihr das irgendwann mit dem Augenmaß machen. Das ist kein Problem, aber ich wollte es euch einfach zeigen, damit ihr seht, welche Alternative ihr auf jeden Fall habt, damit ihr diesen Keil da rausschneidet. So, und damit das Ganze natürlich auch gleich das Körbchen wird, werden wir das jetzt auch zusammenkleben. Ne? So, müssen wir das jetzt so zusammenkleben und von der anderen Seite auch, dass wir nachher halt, ja, so, sag mal, so ein Körbchen haben, ne? So, die meisten kennen das schon. Ich glaube, so ein Körbchen
Haben auch schon ganz viele gebastelt, aber da war das nur so ein Körbchen und das andere wird einfach da reingesteckt, aber das zeige ich euch gleich. Erstmal das eine und dann das andere. So, wie ihr sehen könnt, habt ihr hier dieses kleine Dreieck. Da tragen wir jetzt Kleber auf. So, ich nehme immer Flüssigkleber her. Wer mag, kann auch mit doppelseitigem Klebeband arbeiten, aber hier reicht auch vollkommen aus, wenn ihr hier den Flüssigkleber hernimmt. Also Kleber auftragen, dann nach innen eindrücken. So, und dann habt ihr hier von außen auch noch dieses Dreieck. Da tragt ihr dann auch ein bisschen Kleber auf. So, und dann drückt ihr das Papier so von innen auch dagegen fest. So, eben kurz mit dem Falzbein drüber gehen, damit der Kleber richtig anzieht. Jetzt sucht ihr hier auch, ne, dieses Dreieck, bitte nicht hier Kleber auftragen, weil da braucht kein Kleber hin, weil wir kleben nur das Dreieck fest. So, Kleber auftragen, nach innen eindrücken. So, und jetzt habt ihr von außen wieder auch so ein kleines Dreieck. So, da tragen wir dann auch Kleber auf. So, und dann kleben wir das Papier so fest. So, können wir drücken. Von innen nochmal schön mit dem Falzbein nachstreichen. So, dann drehen wir das Ganze um, denn die Seite kleben wir dann auch noch fest. Hier auch wieder in dem Dreieck ein bisschen Kleber auftragen. So, nach innen eindrücken. So, erstmal festdrücken, dann von außen wieder Kleber auftragen. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut sehen. Dann auch wieder festdrücken. So, am besten noch Falzbein einmal drüber gehen. Dann hier auch erst wieder, ne, das Dreieck suchen. Auch Kleber auftragen. So, andrücken. Dann hier von außen auch noch Kleber auftragen. So, und dann festdrücken. Am besten drückt er schön von innen fest, damit der Kleber auch gut anziehen kann. Mit doppelseitigem Klebeband geht es natürlich schneller. Aber ich arbeite bei Boxen halt immer mit Flüssigkleber. Ja, der hält für mich am besten. So, jetzt haben wir das eine schon fertig. Das können wir eben kurz an die Seite stellen. Jetzt müssen wir hier noch ein kleines Täschchen bilden. Ne? Hier auch wieder in den Dreieck Kleber auftragen. Ankleben. Von außen Kleber auftragen, auch das Papier wieder festdrücken, so, immer schön mit dem Falzbein reingehen, dann hier auch wieder Kleber auftragen, in dem Dreieck, das Dreieck nach innen eindrücken, so, von außen am Dreieck wieder Kleber auftragen, dann Papier dagegen drücken, so, von innen wieder schön gegenstreichen, ja, ich weiß, ich hol mich. Aber was muss, das muss, oder wie, nee, was mut, das mut, sagen wir hier bei uns am Niederrhein. Ich sag mal, dieses dat und wat, ist ja unsere typische, ich sag mal, Strolzeplot nennt sich das bei uns. Ist auch, glaube ich, typisch holländisch, wir wohnen ja auch sehr nahe der niederländischen Grenze. Da kommt dann dieses dat und wat schon mal sehr gerne häufiger vor. So, also es gehört auf jeden Fall zu mir, wenn ihr das mal hört, es gehört auf jeden Fall zu meiner Muttersprache. Dass mal dieses dat und wat mal rausrutscht oder wat mut, dat mut. So, hier auch wieder Kleber auftragen. Ihr wisst es ja, ihr habt es ja bei dem anderen schon gesehen, das brauche ich jetzt nicht nochmal wiederholen. So, und dann hier ein letztes Mal in dem Dreieck Kleber auftragen, nach innen eindrücken und dann von außen auch noch einmal kurz eben Kleber auftragen und festdrücken. So. Ja, jetzt habt ihr die zwei Seitenteile für das Körbchen schon fertig. Jetzt wird das noch so ineinander geschoben. Aber wie ihr sehen könnt, stört natürlich jetzt hier auch noch diese Ecke. Die schneiden wir jetzt weg, damit wir hier nachher dieses schöne Dreieck haben. Hier könnt ihr das schön erkennen bei dem Großen. Und hier bei dem Kleinen auch. Dann habt ihr hier dieses schöne Dreieck. So, und zwar schneiden wir jetzt nur bei einer Seite das Papier schräg ein. Und zwar hier oben, wo die Spitze des Dreiecks zu sehen ist, bis hier unten, wo die Papierkante quasi zu Ende ist.
Da schneiden wir jetzt einfach das Dreieck raus. Wenn ihr jetzt keine lange Schere, so wie ich, zur Hand habt, markiert euch das gerne eben kurz mit einem Bleistift. Ne? Ihr könnt euch hinlegen, dann zieht ihr hier eben kurz eine Linie, eine Hilfslinie, damit er das richtig gerade schneidet. Denn ich muss euch sagen, also hier bei diesem großen Papier diese lange Schräge zu schneiden, war auch mit dieser Schere nicht möglich. Da habe ich mir auch eine kleine Hilfslinie gezogen, damit es nicht ganz so schief ist. Aber hier kann man, denke ich, das einfach so mit der Schere schneiden. So, eben ein bisschen gucken, dass ich hier unten das treffe und oben auch die Spitze. Ne? Einfach den Keil rausschneiden. Und dann dreht er das Ganze um. Jetzt müsst ihr hier schneiden. Ich mache das jetzt so, weil ich ja Rechtshändler bin. So, dann ist auch, schneide ich oben nach unten einfach diesen Keil hier raus. So, damit ihr nämlich dann von beiden Seiten dieses Dreieck hier habt. Und dann wird das einfach ineinander geschoben. Und ihr seht schon, ja, hat man fast das Täschchen fertig. So, das muss jetzt auch noch festgeklebt von innen, damit das nicht auseinander geht. Und zwar nehmt ihr jetzt diese Seite, die wir nicht eingeschnitten haben, denn die kann man am besten hier reinkleben. Da trage ich jetzt auch schon überall Kleber auf, also im Prinzip wirklich nur hier in diesem Feld. Dann drehe ich das um, trage hier unten Kleber auf, am Boden quasi, und dann hier auf der Seite nochmal. Also immer nur in diesem mittleren Feld Kleber auftragen. So, und dann nehmt ihr euch die beiden Papiere und schiebt das ineinander. So. Und jetzt könnt ihr nämlich wunderbar das Papier ausrichten. Da diese Schräge genau mit der anderen Schräge zusammenpasst, könnt ihr das wunderbar hier festdrücken und von unten dann den Boden, ne, da habt ihr hier die Kante des Papiers, hört quasi genau da auf, wo die Falzlinie ist. So, dann drehen wir das um und schieben das hier auch noch fest. Das ist jetzt der Vorteil bei dem Flüssigkleber. Ne, dass man das direkt festkleben kann, beziehungsweise nachher noch ein bisschen korrigieren kann, denn der zieht ja nicht zum Glück nicht so an, wie als wenn man jetzt ein doppelseitiges Klebeband nimmt. Also nehmt am besten Flüssigkleber, der geht am besten. Ja, wie ihr sehen könnt, ist die Tasche jetzt eigentlich schon soweit fertig. Da ich das jetzt aber noch toll fand, wie die Samantha hier die Flügel nach außen geklappt hat, möchte ich das euch natürlich auch noch zeigen. Und zwar schaut ihr jetzt einfach, ja, dass ihr diese Papierkante hier genau bündig setzt gegen diese Schräge. Also im Prinzip einfach nur nach außen umschlagen. So. Ne, guckt da einfach, dass diese Kante, habt ihr gesehen? So, das schlägt man einfach um. Die Kante bündig mit der schrägen Kante von dem Dreieck. So, und dann drückt ihr das einfach fest. Da braucht ihr auch nichts abmessen oder irgendwie eine Falzlinie ziehen. Das macht ihr einfach jetzt nach Augenmaß. Ne, ihr müsst ja wirklich einfach nur schauen, dass diese Papierkante hier, die schmale Seite, genau bündig ist mit der schrägen Seite des Dreiecks hier. So, das macht jetzt auf der anderen Seite auch. Ne, einfach jetzt hier umschlagen. So, festdrücken. Und dann hier auch nochmal. So. Genau. So, und wen das jetzt stört, dass diese Flügel hier so ein bisschen abstehen, die habe ich jetzt hier nicht festgeklebt. Bei der großen Tasche habe ich die festgeklebt. Ne? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich glaube, ich nehme das hier mal weg. Seht ihr, da habe ich ein Dimensional genommen, denn die standen etwas weiter ab. Und da sah das nicht mehr so schön aus, deswegen habe ich die jetzt hier mit Dimensionals festgeklebt. Das mache ich hier jetzt auch. Nehmt euch hier einfach Dimensionals oder ihr klebt es, wer es gerne so platt dran haben möchte, also richtig dran haben möchte, der kann es mit Flüssigkleber machen. Ich nehme jetzt hier so ein Dimensional. Ich möchte immer, dass das so ein bisschen plastischer aussieht. Ihr wisst ja, ich mag das immer sehr gerne. So, hier immer den Dimensional, ne? Den klebt er einfach von innen hier auf. Und dann klappt er das Ganze um. Dann ist das auch fest. Jetzt nehmen wir noch die andere Seite. So, dann nehmen wir auch wieder ein Dimensional. Ne, einfach umklappen, aufkleben, Schutzfolie abziehen. Und dann dagegen kleben. Und auf der Seite auch nochmal umdrehen. Dimensional, Schutzfolie ab.
und festkleben. So, ja, wie ihr sehen könnt, ist das Täschchen eigentlich schon fertig. Ich habe jetzt hier noch zur Verzierung natürlich auch das Produktpaket Tropenflair verwendet. Ich habe euch ja schon gesagt, das gehört zu meinen Favoriten. Also ich mag das Set unheimlich gerne. Leider muss ich sagen, war für dieses Täschchen die Sprüche natürlich zu groß. Jetzt habe ich hier halt eine Alternative hergenommen, und zwar das Stempelset Schönheit des Orients. Und dann habe ich dann diesen Dankeschön-Spruch in Schwarz aufgestempelt. Das habe ich hier schon gemacht. Das zeige ich euch jetzt mal. So, ne, hier ist der Spruch, und den habe ich dann mit der 1 Zoll Kreisstanze ausgestanzt und mit der 1,5 Zoll Wellenkreisstanze habe ich hier zwei so kleine Kreise in grüner Apfel ausgestanzt, ne, passend zum Designerpapier, und das klebe ich dann jetzt da drauf. Ich schmücke ja immer beide Seiten aus. Ich habe jetzt auf der Seite einmal einen Spruch gemacht und auf der anderen Seite so ein Blümchen, und das mache ich jetzt bei diesem Täschchen auch. Ne, die Blüte, das ist ja diese Hibiskusblüte aus diesem Stempelset, die seht ihr ja, die habe ich hier in Kirschblüte aufgestempelt. Und ich habe das Ganze dann schon mit den passenden Zinnitzformen ausgestanzt. Die findet ihr hier, die sind für die Big Shot. Hier ist einmal die Blüte. Und dann habe ich hier noch diesen Zweig ausgestanzt, das ist dieser hier in Schwarz. Ne, passend zum Papier, ihr seht es ja hier. So, das habe ich schon mal vorgestanzt, damit das jetzt nicht so lange dauert. So, und dann nehme ich hier auch wieder ein... Wo sind sie denn da? Ledermandels. So. Und dann klebe ich hier erstmal einen drauf. So. Und hier klebe ich auch von hinten einen drauf. Schutzfolie abziehen. Und dann setze ich das genau mittig hier auf das Täschchen. So. Und da ich jetzt gerne den kleinen Ast noch hier verarbeiten wollte, den werde ich jetzt hier mit Flüssigkleber festkleben. Der ist jetzt etwas zu lang hier unten. Dann reiße ich den hier einfach ab. Keine Sorge, das tut dem Papier nicht weh. Ah, viele haben ja immer so, nein, das Papier darf nicht zerknüttelt werden. Doch, ihr Lieben, ihr dürft Papier knautschen, zerknuddeln. Das gibt manchmal echt ganz wundervolle Effekte. Macht das ruhig mal. Das tut auch nicht weh. Auch nicht dem Papier. So. So, und dann kleben wir jetzt hier mal den Spruch auf. Ja, der ist ja süß. Ne, da könnt ihr auch wieder gesagt, auch das hernehmen, was ihr zu Hause habt. Ich fand den jetzt sehr schön, weil der zumindest auch hier reingepasst hat in diese kleine Stanzform mit dem 1 Zoll Kreis. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz nett aus. Ja, und auf der anderen Seite mache ich dann jetzt die Blüte. Und dann klebe ich hier auch wieder den Dimensional auf. So, dann wird jetzt hier wieder der Kreis aufgeklebt. Dann auch der weiße Kreis hier drauf. So, und für den kleinen extra Pfiff bei der Blüte male ich jetzt noch mit diesem Stampin' White Marker in Schwarz hier diese Blütenstempel eben ein bisschen schwarz an. Ihr braucht keine Sorge haben, diesen schwarzen Stift, den könnt ihr auch einzeln bei Stampin' Up bestellen. Also da müsst ihr nicht, ich sag mal, diese ganze Palette mit den Neutralfarben euch bestellen, wenn ihr also mit dem mal irgendwie schreiben wollt. Oder auch mal, so wie ich jetzt hier diese Blüte anmalen möchte, ne? Der gibt es auf jeden Fall einzeln zu bestellen. Da braucht auch nicht das ganz große Pack euch kaufen, wenn ihr damit nicht so viel arbeitet. Denn die sind echt toll, diese Stifte. Ne? Für dieses kleine Extra, ihr seht es ja hier, ich ziehe jetzt einfach hier so ein bisschen mit dem Schwarz diese Blütenstängelchen hier nach. So, ja, jetzt kommt wieder das Perfektionistische bei mir raus. Ihr kennt mich ja. Ach, manchmal ist es schon echt schlimm, ne? Oh, so, jetzt macht man das hier noch so ein bisschen und hier auch noch. Und hier noch so ein bisschen. Hier machen wir noch so einen kleinen Hobel. So, genau. Ich hoffe, ihr habt jetzt meinen Kopf nicht gesehen. Aber das haben wir jetzt zumindest hier fertig. Dann kleben wir hier hinten auch nochmal ein Dimensional auf. Und da kommt auch noch die Blüte hier dran. So, die ist zwar jetzt hier ein bisschen größer, aber ich finde das jetzt nicht schlimm. Ich finde, das passt dazu. Ne, hier bei dem Täschchen, wie ihr sehen könnt, passt die Blüte genau da rein. Da habe ich auch etwas größere Sachen genommen. Aber das könnt ihr auch wieder so machen, wie ihr möchtet. Ne? Verwendet das alles, was ihr wollt oder zu welchem Anlass ihr das verpacken wollt. Ja, ihr könnt jetzt hier
noch ein Geschenkband hernehmen, so wie ich das hier gemacht habe, und das verzieren so als kleines Täschchen, ne, damit es auch ein Täschchen ist. Nehmt dazu auch gerne Farbkartonstreifen her. Also ich habe ja wirklich immer viele Reste übrig. Ich denke, da geht es mir wahrscheinlich genauso wie euch. Die braucht ihr nicht wegschmeißen. Also wenn ihr wirklich mal so kleine Täschchen oder so Körbe bastelt, dann nehmt diese kleinen Papierstreifen her und macht hier so kleine Henkel dafür. Die kann man echt sehr gut hernehmen. Man braucht nicht Geschenkband nehmen, man kann das auch wirklich mit dem restlichen Farbkarton machen. Dann braucht man den auch nicht wegschmeißen, dann ist man nicht ganz so traurig. Ich kenne es ja selber immer, wenn man nicht mal so viele Papierstreifen übrig hat, ja, dann landen die doch meistens vielleicht irgendwann mal in einer Tonne oder ja, so wie ich, gebe die Sachen ja meistens an den Kindergarten ab zum Basteln. Aber die können ja mit den ganz kleinen Papierstreifen auch nicht viel anfangen. Deswegen könnt ihr das wunderbar hernehmen, um hier so einen Henkel auf jeden Fall noch, ja, dran zu befestigen. Entweder klebt er den fest, ich habe jetzt hier das Band fest getackert. Das könnt ihr aber dann auch wieder so machen, wie ihr das gerne wollt. Oder ihr lasst es ab. Ne? Ihr könnt es auch so hinstellen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze aussieht. Ne? Das sind jetzt die beiden kleinen Täschchen, die wir gebastelt haben. Hier ist das etwas größere Täschchen und hier natürlich das ganz große Täschchen. Also ihr seht auf jeden Fall den Unterschied. Ihr könnt, wie gesagt, die Maße alle abwandeln, so wie ihr das wollt. Schaut einfach, ja, wie euer Inhalt aussieht, wie der hier reinpassen soll. Und dann könnt ihr das Maß auf jeden Fall immer anpassen. Das muss immer gleich bleiben, damit ihr die wunderschönen Dreiecke alle hier hinbekommt. Und alles andere kann auf jeden Fall angepasst werden. Ja, meine Lieben, ich würde jetzt sagen, das ist es gewesen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.